bin Tanzlehrer und ist mein Hauptberuf. Und ja, so geht es ab. Ja, das ist losgegangen mit meinen Eltern, die haben das erkannt, ja, wie man es mal so macht, so aus dem Urlaub raus, okay, der tanzt auf einmal. Und so hat mich meine Mutter mal in die Ballettschule gesteckt. Und aus diesem Ballettunterricht kam dann Jazz und Hip-Hop und seitdem bin ich Hip-Hopper. Erstmal zuckst du zusammen, wenn du hörst Tanzlehrer. Wie kommt man zum Thema Tanzen oder Tanzlehrer generell als Beruf? Aber ich sage immer, der Beruf findet dich. Generell ist es so, dass ohne Musik kein Tanz entsteht. Deswegen sage ich immer, Musik muss immer im Vordergrund stehen. Und bei der Musik kommen Emotionen, kommen zum Beispiel Bilder in den Kopf rein und das will ich mit dem Tanzen oder generell ein Tänzer will das ausdrücken. Also es ist wie eine Sprache, kann man sich das vorstellen. Und beim Tanzen, vor allem im Hip-Hop oder in der im urbanen Tanzstil, ist es natürlich sehr wichtig, dass man sehr kreativ arbeiten kann, alles aus sich rausholen kann, was man sich so vorstellt. Und die Bilder, die entstehen, das auf die Tanzfläche zu bringen. Also generell steht die Jugendarbeit über alles. Also das ist mir ganz wichtig. Vor allem, ich habe ja jetzt schon ein Alter, wo ich sage, ich kann zurückgreifen auf 20 Jahre Tanzerfahrung. Und das will ich einfach weitergeben. Also ich werde auch nicht müde, jeden Tag vor den Kids zu stehen. Das ist für mich alles. Und ich sehe es halt jeden Tag im Training, in den Hip-Hop-Klassen oder im Breakdance, dass da viel zurückkommt. Anfang der 80er, Ende 90er, wo zum Beispiel keiner gewusst hat, ja, was ist das jetzt eigentlich, was die da machen. Und jetzt geht es in die Richtung, dass es wertgeschätzt wird, dass es anerkannt ist und das ist mir ganz wichtig, dass ich den Kids das so vermittle. Also es hat alles irgendwo seinen Ursprung, ob das Contemporary Tanzen, Jazz, Ballett, Latino ist, alles vermischt sich und deswegen macht es Spaß, deswegen lernt man auch nie aus. Und die verschiedenen Tanzstile zu unterrichten und zu vertanzen, das macht eigentlich den Reiz an der ganzen Geschichte aus.